Hallo liebe Glimmersteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und ich heiße euch willkommen zum dritten Teil unseres Aufbaus vom G-Star 89126, das Post Office. Das dritte Post Office jetzt hier, das ich innerhalb kürzester Zeit hier auf dem Kanal aufbaue, also für mich innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb eines Monats habe ich jetzt drei Post Offices aufgebaut. Und jetzt dann hoffentlich auch die Videos dann veröffentlicht. Es kann natürlich ein bisschen Verzögerung geben, das bitte ich zu entschuldigen, je nachdem, wie ich dazu komme. Ja, soweit sind wir jetzt. Wir haben im Prinzip das Erdgeschoss und den ersten Stock gebaut. Insgesamt 12 Bauabschnitte. Hier habe ich noch ein bisschen was vom 12. Bauabschnitt, das jetzt hier noch oben drauf kommt. Wahrscheinlich so. Insgesamt 18 Bauabschnitte sind, deswegen habe ich es einfach durch 3 geteilt und so sind wir jetzt hier bei 12 Bauabschnitten gelandet. Durch 3 geteilt, das hat offensichtlich auch G-Star gemacht, denn wie gesagt, ich habe hier völlig unmotiviert hier nochmal die Zwischendecke gebaut, ohne Not, das hätte man auch auf die verbleibenden 6 Bauabschnitte verteilen können, die Steine. Aber so haben sie es halt nicht gemacht. Die haben ungefähr immer die gleiche Anzahl von Steinen in den Tüten pro Bauabschnitt. Und naja, so ist es halt, nicht wahr? Also gut, jetzt, was haben wir denn überhaupt gebaut? Wir haben jetzt hier in diesem Stock eine kleine Wohnung gebaut. Hier haben wir ein Treppenhaus. Da ist auch sonst nichts weiter drin. Nochmal Treppenhaus. Und hier ist das eigentliche Post Office. Naja, das schauen wir uns alles am Ende vom Video nochmal genauer an. Aber jetzt habe ich jetzt mal kurz hier den Überblick, was wir hier bisher gebaut haben. Und dann legen wir jetzt gleich los. Jetzt muss ich gucken, dass das hier wieder passt. Mit dem nächsten Bauabschnitt, mit Bauabschnitt 13. Wo wir dann hier das hier noch ein bisschen mit Steinen befüllen und bringen das Set heute zu Ende. Also ich würde jetzt sagen, wir schwätzen nicht weiter rum, sondern machen direkt weiter mit dem Bau. So, der erste Bauabschnitt von unserem Video haben wir jetzt auch fertig. Wir haben Bauabschnitt 13 gebaut. Hier haben wir einen überdachten, einen Glasübergang. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Und hier haben wir ein Bett gebaut und hier einen kleinen Fernseher, Nachttischlampe. Hier, das sollen wahrscheinlich Rollos sein, Jalousien, die man runterziehen könnte theoretisch. Hier sind wieder diese Kisten als Wandelement oder als Schrank wahrscheinlich gedacht. Ja, so. Und dann haben wir halt hier noch ein bisschen Verzierung vorne dran und so. Das haben wir gebaut. G-Star verwendet hier bei diesen langen 1x6 hohen Bricks, verwenden sie diese offenen Teile. Die, laut Anleitung soll ich sie so reinbauen. So offen. Mache ich nicht. Ich mache die Öffnung nach hinten, weil das gefällt mir persönlich besser. Wie hoch sind die? 1, 2, 3, 4, 5. Einmal 5 hoch. Okay, genau. Und ja, das ist unser Bau. Bin gerade überrascht, die Türen klappern nicht. Warum klappert jetzt die Tür? Nur so minimal. Ein bisschen klappert es schon. Also sie gehen nicht sofort auf, wenn man das Ding kippt. Erstaunlicherweise. Also hier halten die Türen irgendwie besser als die anderen bisherigen Türen. Da scheint es eine gewisse Kombination aus Rahmen und Türblättern zu geben, die vielleicht ein bisschen besser halten oder schlechter.
Auf jeden Fall hier scheint es nicht ganz so wackelig zu sein wie beim Rest vom Modell bisher. Genau. Die Panels, die sind ziemlich okay. Auch die Scheiben sind ziemlich okay. Die Türscheiben. Es ist mir jetzt nichts Größeres aufgefallen an Kratzern. Ja, hier sind schon ein paar Mikrokratzer drin. Aber so allgemein ist die Qualität der Scheiben okay. Hin und wieder hat es mal einen Kratzer drauf. Aber die Panels hier, die sind eigentlich ziemlich gut. Und auch hier so die Transclear-Sachen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Das passt soweit. Also, das war Bauabschnitt 13. Bauschritt 14 war wieder ein zweigeteilter Bauschritt. Wir haben jetzt hier das Dach und nochmal ein bisschen Obergeschoss hier fertiggestellt und gleichzeitig hier mit dem Treppenhaus abstoßen noch weitergebaut. Also es ist immer seltsam, wenn dann nicht der Bauschritt hier beendet ist, wenn wir das fertig haben und dann hier der neue Bauschritt anfängt. Das ist nicht mit besonders vielen Noppen hier festgemacht. Und dann wieder was Neues anfängt. Naja, das ist egal. So ist es halt. Und letztendlich stört es mich nicht. Es ist, wie gesagt, halt nur ein bisschen befremdlich. Ja, wie gesagt, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Interessant ist jetzt natürlich hier dieses Ding. Und da sehen wir wieder was zum Mac. Und zwar hier, dass der Dachfirst hier glänzend ist, während die unteren Steine, Dachsteine, rau sind. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn es dann solche Steinchen gibt, die gerade bei den Dachschrägen kommt es ja häufiger vor, dass die Sondersteine dann alle glänzend sind und die normalen Dachsteine halt so abgeraut, so angeraut. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ein ganz cooles Ding. Und das hat hier das Feature, dass man das Ganze hier aufklappen kann und dann auch hier reingucken. Und dann sieht man auch das Bett, das wir ja hier gebaut haben. Also so eine kleine Dachwohnung, wo man auch reingucken kann. Und das kann man hier einfach auf- und zuklappen. Das finde ich eine ganz coole Lösung. Und hier dieser überdachte Übergang, Durchgang, den finde ich auch ganz cool. Hier hinten haben wir noch zwei freie Noppen, da kommt sie hier noch irgendwas hin. Ist sowieso hier überall immer mal wieder am Set, wo ich denke, so hier könnte noch eine Verzierung hin und hier könnte noch eine Verzierung hin, da sind noch Noppen frei. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Gut, das war Bauabschnitt 14 und jetzt geht es direkt mit 15 weiter. Da hauen wir jede Menge Teile hier in dieses kleine Ding hier. Wenn ich das mir hier so in der Anleitung angucke, wir kommen nicht arg viel mehr in die Höhe. Also teilweise hier so zwei, drei Bricks hoch, aber trotzdem haben wir fünf Tüten voller Steine dafür. Also zumindest so interpretiere ich das, dass ich mit den Steinen hier nur dieses bisschen hier baue. Das finde ich spannend, aber mal schauen. Ich meine, hier haben wir ja auch schon einige Steinchen reingepackt, allein in den Bereich. Das scheint hier wohl so zu sein. So, jetzt kann man das hier gerade noch draufsetzen. Das muss ich jetzt wieder einhändig machen, weil der Winkel hier von der Kamera passt hier so nicht, aber es geht gut. Es passt. Es passt wunderbar. Jetzt habe ich es hier drauf gesetzt. Das ist jetzt die Rückseite. Müsste ich noch umdrehen. Ups. Und wackel, wackel. So. Das ist die Front.
Und das ist doch schick. Wenn das hier nach unten hängt, sieht es besser aus. Also die Front finde ich schon sehr, sehr gut gelungen. Das gefällt mir schon sehr gut. Klar könnte man jetzt überlegen, kann man hier jetzt noch was drauf machen, dass das hier nicht so noppig ist oder so. Kommt da noch vielleicht was drauf? Das sind genau so die Punkte, wo ich denke, kommt da noch was oder nicht? Genauso hier die Jumper Blades, die aber noch noppenfrei sind. Oder hier hinten haben wir auch so einen Streifen mit einmal 8er, nein, einmal 10, einmal 12er Blades, weiß gar nicht. 4, 6, 8, 10. Die auch noch da einfach ziemlich am Schluss vom Bauschritt einfach noch hingemacht wurden. Zu welchem Zweck, das werden wir auch noch sehen. Aber da lassen wir uns einfach überraschen. Das werden wir dann sehen. Aber eben noch nicht im nächsten Bauabschnitt. Da geht es eben hier um dieses kleine Teil, das wir noch deutlich aufpäppeln werden hier. Wie schon angekündigt, bevor wir angefangen haben zu bauen, ist das Ding hier jetzt ein Teilegrab, obwohl gar nicht so viel in der Höhe dazugekommen ist. Natürlich vor allem hier bei diesem 1x1-Getue hier vorne drin, dieses Muster und natürlich auch diese Dinger hier. Aber es sind noch ein paar Bricks und Plates größere drin, aber irgendwie ist echt wenig im Volumen hier vorangegangen, obwohl es gar nicht so schrecklich massiv ist. Also so ganz habe ich es nicht so ganz verstanden, wo das ganze Zeug rein ist, weil der Bauabschnitt von der Tüte her sah nicht viel kleiner aus als die anderen, die wir gebaut haben. Und da ging volumenmäßig schon deutlich mehr. Im Prinzip das halbe Volumen von dem hier war ja schon der Rest aus der Tüte vom vorherigen Bauabschnitt. Naja, aber es macht natürlich trotzdem weiterhin riesen Spaß, auch dieses Design, das sieht auch ziemlich cool aus, alles, was hier mit diesen ganzen C-Clamps da unten ist, ob man da noch irgendwas reinhängt oder so, da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, so richtig gut drankommen tut man ja nicht, wenn das hier innen drin ist. Also ich weiß nicht so genau, was das noch wird hier. Ich bin gespannt. Und ein weiterer Bauabschnitt und immer noch nicht so wahnsinnig viel Volumen dazugekommen, aber jetzt sieht es doch schon ein bisschen nach mehr aus. Wir haben jetzt hier im Prinzip das Dach hier vom Treppenhaus sehr aufwendig weiter gestaltet. Hier mit verschiedenen Verzierungen. Der Stein habe ich falsch rum eingebaut. Das sollte die waagrecht gestreifte Seite vorne sein. Das ist aber Wurst. Und hier so die erste Teil von der Dachschräge und lauter Zeug, Verzierung und sonst was. Sehr viel gebaut, sehr viel kleine Bauschrittchen, kleine Teile auch relativ viele drin. Und ja, also Detailreichtum ist unglaublich, finde ich. Also das ist schon ein ganz eigenes Level hier. Genau. Und ja, jetzt kommt dann hier oben drauf dann hier noch die Spitze, wie ein Kupferdach. Es ist, glaube ich, der erste Bauabschnitt mit nur 4 Tüten, also es geht jetzt dem Ende zu.
Und jetzt ziehen wir es voll durch. Ich bin noch nicht arg weit hier mit dem vorletzten Bauabschnitt und jetzt habe ich ein Problem. Wir haben jetzt hier, brauchen wir 4 von diesen Brick Modified mit zwei seitlichen Nuppen, hier im 90-Grad-Winkel. Dann brauche ich 6 1x1 Bricks und 2 von den Brick Modified mit einer Nuppe seitlich. Aber ich habe im ganzen Bauabschnitt von diesen hier 7 und einer fehlt hier. Zum Glück habe ich in meinen Ersatzteilen tatsächlich noch einen in der passenden Farbe gefunden. Das war jetzt Überraschung, habe ich selber nicht gedacht. Von daher, ich kann es so bauen, wie es vorgesehen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob die Noppe jetzt zwingend notwendig war oder ob die nur für die Stabilität ganz hilfreich ist. Aber naja, ich denke, besser ist es auf jeden Fall, wenn die Noppe da ist. Deswegen baue ich es jetzt wie vorgesehen und nicht, wie es mir geliefert wurde, hier in den Tüten vom Set. Naja, gut, also ein falsches Teil dabei jetzt und ein Fehlguss ziemlich am Anfang vom Bau. Ansonsten habe ich auch keinerlei Teile übrig. Bisher ist es wirklich exakt abgemessen hier. Also wenn da mal was fehlt, dann hat man auch relativ wenig Chancen, irgendwie ein Ersatzteil in den vorhergegangenen Bauschritten zu finden oder sowas, weil da bleibt einfach nichts übrig. Naja, jetzt baue ich damit weiter und ich bin froh, dass ich noch was gefunden habe. Oh je, gleich das nächste Problem hier. Und zwar, also zumindest der Anleitung nach, sollte hier dieses Teil hier gerade abschließen mit dieser Kante. Das geht aber nicht. Da müsste hier so ein Stab drin sein und nicht diese seitlichen Noppenbegrenzungen. Also ich kann es entweder leicht unterhalb hier anbringen und dann hier unten abschließen, oder ich kann es wie hier hinten leicht überhängen und oben abschließen. Halt nicht abschließen. Ich glaube, ich lasse es unten abschließen. Ich schaue mal, wie das nachher aussieht. Aber das kann ich nicht exakt so bauen, wie es jetzt hier in der Bauanleitung hier vorgesehen ist. Fokus. Also das sieht schon sehr danach aus, dass es abschließen soll. Oben an der Kante und nicht unten oder sonst wo. Naja, also lässt sich hier so nicht umsetzen. Ich weiß gar nicht, wie das bei Lego-Steinen ist, ob die da einfach so einen Stab hinten drin haben. Jetzt also, wie jetzt hier zum Beispiel in der Mitte oder so. Also das weiß ich nicht. Das könnte jetzt der Grund sein, warum es hier nicht funktioniert. So, in Bauabschnitt 17 haben wir nicht nur das Dach hier fertiggestellt und es passt jetzt hier schon so mit dem Abschluss hier etwas unterhalb der Kante. Nein, wir haben auch angefangen, das Postauto zu bauen. Also das ist jetzt mittendrin. Auch wieder hier die erste Hälfte haben wir schon ein bisschen was mit Druck hier gebaut und die andere Hälfte ist noch blank. Naja, also wie gesagt, die Unterscheidung der Bauabschnitte, die ist ein bisschen seltsam. Aber auch das Auto wird ganz interessant gebaut. Also bisher alle Bautechniken, alle Bauschritte sind spannend zum Bauen gewesen. Da ist jetzt nichts dabei, wo du sagst, hier, das ist 0815 und das ist halt echt cool. Also das gefällt mir immer an den Brickative-Mocs immer besonders gut, dass die wirklich kreativ sind bei den
bei den Bautechniken. Und das machen wir jetzt hier noch fertig. Ich glaube, dann kommen noch ein paar Figuren dazu. Und dann sind wir fertig. Und da freue ich mich drauf. Bis dann. Ist unser G-Star 89126, The Post Office mit 4560 Teilen und 6 Minifiguren und einem Auto noch dazu. Es ist ganz schön groß geworden, deswegen bin ich jetzt hier ziemlich weit weg davon. Wir zoomen gleich näher ran. Das machen wir doch direkt. Jetzt gucken wir uns doch einfach mal die Figuren an. Die hole ich hier gleich mal hoch. Oder ich mache so. So. So, was haben wir hier für Figuren? So, Fokus, genau. Hier haben wir eine Dame mit einer Weste an. Hier der Gesichtsausdruck und die Frisur, die finde ich geil von dem hier. Der ist cool. Der ist super. Hier, sie lacht fröhlich, hat eine wallende Frisur. Hinten, der hat einen Besen in der Hand und ein Overall, nein, wie heißt es? Auf jeden Fall eine Arbeitshose, eine Latzhose. Er hier hat einen schicken Hut, einen Brief in der Hand, ein Köfferchen. Und hier, der hier trägt die Post aus. Und verliert sie, weil die hier nicht wirklich festgemacht werden kann. Das ist ein bisschen blöd hier bei der Konstruktion hier von dem Wagen. Kann man da zwar reinlegen, das sind übrigens alles Drucke, auch hier auf den Paketen. Das haben wir ja schon gesprochen, also alles Drucke. Hier in dem Set keine Aufkleber verbaut. So, und dann haben wir zuletzt noch hier das Postauto gebaut, das haben wir ja erst angefangen gehabt. Und was ich hier ziemlich geil finde, hier ist dieses Brick Build Mail und dann unten drunter das Service als Druck auf der Fliese. Hier haben wir nochmal Service ohne Mail davor und hier auch Mail Service. Ja, es fährt okay. Man muss ein bisschen einstellen, dass die Kotflügel nicht an den Reifen schleifen. Das kann durchaus passieren. Hier kann man aufmachen, aber es ist nicht wirklich viel Platz da hinten drin. Der geht drauf für die Konstruktion hier der Brickbuild-Buchstaben. Deswegen gibt es da nicht wirklich viel Innenraum. Das ist mehr Staffage. Es hat auch hier kein Lenkrad oder irgendwas drin. Auch keinen Sitz. Da kann man zwar irgendwie eine Figur vielleicht reinquetschen. Auch die Türen gehen nicht auf. Also das ist alles Optik, weniger Funktion. Das ist kein Spielauto, sondern tatsächlich hier als Deko für hier, dass man das hier vors Haus stellt. Und dafür ist es echt schick, aber es ist halt kein Spielauto. Jetzt ist es auch relativ stabil, das geht schon. Das ist schon ganz gut. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das am besten hier machen. Ich glaube, ich tue mal. Jetzt gucken wir es erstmal im Stück an, das soll auch schon mal ein bisschen her. Dann gehe ich hier nämlich die Kamera wieder in die Hand. So, jetzt gucken wir es uns mal von unten nach oben an. So sieht das im Gesamten hier aus. Das ist die Frontansicht. Da das Grün scheint mir etwas heller zu sein als das, was in der Original-PDF-Anleitung verwendet wird. Das finde ich ein bisschen störend vom Farbton her. Finde ich jetzt nicht so ideal. Und gleich mal anmerken, hier störend, hier sind die glatten
Dachgiebel-Slopes hier, die sind glatt, die drunter sind halt einfach geriffelt. Hier sind diese Wände, die man rausnehmen kann. Die kann man natürlich auch nur rausnehmen, wenn man das Stockwerk nebenher, das obere Stockwerk abgenommen hat. Also schützt einen nicht vor dem Abbau des Stockwerks, wenn man reingucken will, aber man kann es dann wieder draufsetzen. Das ist hier die Rückansicht, die ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber sie ist durchaus ebenfalls sehr hübsch, aber halt doch deutlich weniger Schmuck als die Vorderansicht. Und dann kommt hier die Seite, die ist ähnlich kahl wie die rechte Seite, aber das ist ja auch verständlich. Es ist ja ein Modular und die werden ja mit den Seiten zusammengebastelt und dann ist es doch nur logisch, dass die Seiten dann nicht unbedingt sehr aufwendig gestaltet sind jetzt hier. Also das macht ja auch keinen Sinn. Genau, so, das ist jetzt hier das Modell in der Gesamtansicht und ich finde, das macht schon einiges her. Da sieht man schon sehr viel verspielte Sachen und so. Und das gefällt mir schon sehr gut. So, jetzt habe ich es mal ein bisschen weggeschoben. Kippen, dass wir das uns hier mal genauer angucken können. So, also. Besonders cool finde ich ja schon auch hier dieses gemusterte, dieses Karo-Muster. Ja gut, Karo wäre jetzt gleichmäßig kariert, aber ja doch, also das gefällt mir schon sehr gut. Hier auch immer wieder Baurichtungsumkehr, allen möglichen Stellen. Also das ist echt Wahnsinn. Hier sieht man ja auch, dass hier die Noppen nach unten gehen, weggehen. Hier ist nämlich genauso viel mit Baurichtungsumkehr überall gebaut. Und das ist schon ziemlich cool gemacht alles. Hier haben wir noch freie Noppen, da könnte man noch irgendwie was draufstecken. Hier haben wir so Hinges, da steckt nichts dran. Das ist mehr Deko, hat keinen Zweck jetzt sozusagen. Was ich hier nicht verstehe, bei diesem Dach, also da kann man nicht innen rein irgendwie oder so, das ist einfach zu. Da hier haben wir noch ein bisschen Hohlraum. Was ich hier nicht verstehe ist, warum hier diese Sieglems hier verbaut wurden. Also diese Plate Modified mit einer Zange dran. Statt dass man einfach dann nur 1x1 Plates verbaut hat. Weil die haben hier überhaupt keinen Zweck. Da hängt nichts dran. Gut. Vielleicht, wenn man reinguckt, dass man da was zu entdecken hat oder sonst was. Ich habe keine Ahnung, warum die da drin sind. Wenn ich ehrlich bin. Naja. Und so sieht es halt von innen aus. Das war dieses Stockwerk. Dann ist das nächste hier. Eins drunter. Hier. Das ist im Prinzip erstmal hier eine große Glasfront. Und ein Treppenhaus. Mehr ist da nicht. Also hier Front. Hinten, das könnte man so ein bisschen interpretieren, wie wenn da so Rollos runter sind oder sowas. Und das eigentlich auch Glasfronten sein könnten, aber es sind natürlich solche geriffelten Steine. Aber man könnte es so interpretieren. Und dann gibt es halt hier die Durchgänge zu den anderen Stockwerken, zum anderen Hausteil. Aber jetzt innen drin ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Hier haben wir das Problem, dass die sich hier so fröhlich drehen. Ich glaube, die sollen hier sogar eigentlich so angebracht werden, hier auf der mittleren Position, aber dann hilft uns die Schwerkraft beim Ausrichten der Plate hier überhaupt nicht, dieses Gitters. Und hier, wenn ich es hier dran mache, dann erledigt schon die Schwerkraft den halben Job letztendlich, dass das Ding einigermaßen gerade nach unten hängt. Deswegen habe ich das so angebracht.
wenn der Pin hier Friktion hätte, dann könnte man das auch anders machen, aber so ist es halt ein bisschen unpraktisch. Ja, genau. Ich hatte ja hier, ich glaube, war das bei dem Stockwerk, ne, es war bei dem drunter. Da hat sie es auch schon wieder abgelöst. Ja, schade. Genau, da habe ich hier dieses Geländerelement, das nicht so richtig halten will, aber das gucken wir uns dann an, wenn wir dort sind. Jetzt überlege ich gerade, habe ich hier noch irgendwas gehabt, wo ich meckern wollte, könnte. Ja, also diese Geländer, die sind hier überhaupt nicht fest angebracht, die sind nur da unten auf dem Boardjoint angesteckt und dann kann man das hier so anlegen an diesen Cone. Naja, ist ja auch egal. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. So, hier, das finde ich eigentlich ganz cool, dass hier bei dem Stockwerk auch noch hier die Lücke drin ist, dass die Höhe vom Durchgang hier erreicht wird. Sitzt so richtig drauf, ja. Was war jetzt das? Dann gucken wir uns hier mal das oberste Stockwerk vom rechten Gebäudeteil an. Das dann hier ist jetzt der Durchgang hier zum Treppenhaus. Hier überdacht, das finde ich ganz cool, dass die Minifiguren auch nicht nass werden, weil das Plastik, das schmilzt ja im Regen oder so ähnlich. Ja. Was war hier? Hier konnten wir das Dach aufmachen. Das finde ich cool. Das ist hier auf dem Hinge gelagert. Da hinten auf zwei Hinges. Und dann kommt hier ein Bett. Eine kleine Wohnung praktisch raus. Eine Wohnung ist übertrieben. Ein Schlafzimmer. Mit Bett und Fernseher und Nachttischchen und Schrank. Und das war's. Und Zugang zum Dachbalkon. Genau. So, zack, wieder zu. Auch hier spannend gebaut alles. Die Fassade ist cool gebaut. Die Türen hier in dem Stockwerk sind relativ fest im Rahmen drin. Also die klappern jetzt nicht ohne Ende rum. Wenn sie mal offen sind, dann sind sie relativ locker. Aber wenn sie im Rahmen drin sind, bleiben sie da. Hier habe ich zwei Noppen. Keine Ahnung warum. Ob da irgendwas dran gehört. Ich habe nichts in der Anleitung gefunden. Ich habe jetzt noch nicht in der PDF geguckt von der Originalanleitung. Vielleicht kommt da noch irgendwas hin. Aber jetzt hier in der G-Star-Anleitung auf jeden Fall nicht. So, nächstes Stockwerk. Hier haben wir jetzt im Prinzip die Wohnung zu dem Schlafzimmer. Also. Hier haben wir einen Schreibtisch, hier haben wir einen Esstisch, hier haben wir eine Couch, hier haben wir die Wandhalterung für den Fernseher, aber keinen Fernseher drin. Und hier haben wir ein Badezimmer und hier haben wir die herausnehmbare Wand. Die kann man hier so rausnehmen. Die ist hier nur auf 1. Zwei, drei Noppen befestigt und dann kann man hier auch so reingucken. Das ist eigentlich schon ziemlich cool umgesetzt alles. Hier ist auch nochmal ein Türchen raus auf den kleinen Balkon. Den gucken wir uns gleich im nächsten Stockwerk an. Und hier ist dann der Zugang zum Treppenhaus. Genau. Da ist jetzt keine Tür drin. Im Treppenhaus ist auch keine Tür. Keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Also hier geht es dann direkt der Übergang hier rüber. So im Prinzip irgendwie. Und da gibt es halt keine Tür. Naja, ist ja auch egal. Ich muss da ja nicht wohnen. Ich hätte gerne eine Tür gehabt. Ach ja, genau, hier auf der Wandseite, da ist hier noch die Küche, Küchenelement. Und hier ein Bücherregal. Man das dann hier wieder rein baut, dann kann man das auch besser erkennen, dass das eine Küche sein soll. Genau, weil hier, das ist so eine L-Form. So, wie rum gehört es jetzt? So rum. Gleich hier
das wieder drauf. Ich glaube, so gehört's. Oder eins weiter vor. Nee, so gehört's. Gut, und jetzt nochmal zu unserem Hauptteil, warum das hier auch als Post Office bezeichnet wird. So, hier haben wir jetzt diese Stelle, wo dieses Ding hier immer noch mit wenig Klemmkraft mir Ärger macht. Es hält, ja, super. Also es hält inzwischen besser. Irgendwas ist hier noch drin. Also wie ihr seht, die Klemmkraft, ich kann das hier auf den Kopf stellen. Und es fliegt nur das raus, was eigentlich... Aber der Korn kommt nicht raus. Jetzt ist er rausgekommen. So. Also hier habe ich eine Laterne abgerupft, die gehört hier hinten hin. Und das ist die Treppenkonstruktion hier. Das ist hier der Balljoint. Zack. Ich rupfe gerade die ganzen Laternen ab, ich weiß nicht warum. Naja. Okay. Hier haben wir noch einen Brief, den werden wir gleich nochmal für die Vorführung benötigen. So, jetzt gucken wir uns doch mal hier das Stockwerk hier an. So. Ihr seid im Weg da hinten. Ja. Also. Das ist jetzt hier die Vorderansicht. Und das ist der erwähnte Balkon, auf den man hier von der Tür da hinten drauf kann. Der ist auch sehr interessant gebaut. Der ist ein bisschen instabil. Der hält hier genau auf einer Noppe, hier und hier. Wieder mit Baurichtungsumkehr. Haben wir hier eine Plate, auf die dann diese Bögen hier umgekehrt aufgesetzt werden und dann hier auch das Geländer einfach Stats nach unten aufgeklemmt werden und fertig ist der Lack. Jetzt könnten wir hier vielleicht noch eine Verbindung machen, dass das vielleicht ein bisschen noch mehr eine stabile Verbindung hat. Oder hier könnte man vielleicht auch nochmal eine Plate oder sowas querlegen. Das könnte man machen. Ist jetzt hier nicht vorgesehen. Würde vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren. Weil das habe ich jetzt, wenn ich das Ding in der Hand habe, habe ich so oft hier den Balkon schon abgerissen. Das ist nicht so ganz ideal konstruiert, wenn man das ein bisschen bewegen will. Ja, ansonsten haben wir hier so ein bisschen Grünzeug. Hier haben wir eine Fliese, die wieder an einem Pin ohne Friktion hier fröhlich in der Gegend rum dreht. Das ist nicht so ideal. Hier haben wir so ein bisschen Verzierung dran. Hier haben wir so ein Gitterfenster. Das finde ich ganz nett. War ein bisschen nervig zu bauen. Aber letztendlich sieht es ganz nett aus. Hier die sind halt auch relativ locker drin. Die verdrehen sich hier, diese Schraubenschlüssel, aber naja. Hier haben wir eine Schiebetür. Eingang zum Treppenhaus. Zugang zur Wohnung also. Und hier haben wir ebenfalls eine Schiebetür. Das ist der Eingang zur Post. Hier, das sieht zwar auch aus wie eine Tür, aber die bewegt sich nicht. Da geht nichts. Das könnte man, also es ist optisch natürlich angedeutet und hier auch vom Zugang her und sowas, wahrscheinlich sollte es von außen so aussehen, dass das auch eine Tür ist, aber sie ist nicht funktionabel. Die funktioniert so nicht. So. Ja, Seitenansicht haben wir gerade schon angeguckt. Rückansicht, hier die zwei Laternen. Auch hier das gehört so. Hier die Bänke, die finde ich ganz hübsch gebaut. Die sehen aus, wie man so Bänke auch durchaus kennt.
Hier unten hinten eine große Fensterfront sozusagen. Fenster. Wie nennt man eine Fensterfront, die hinten ist? Das ist ja keine Front mehr. Naja, egal. So, hier haben wir auch wieder so eine rausnehmbare Wand. Da ist so ein Postfächer oder sowas dran. Jetzt nicht so spannend, kann man ignorieren. Dann kann man jetzt hier besser reingucken in das Set. So, hier haben wir so ein bisschen den Publikumsbereich. Hier haben wir ein Tischchen und zwei Stühle, so ein Wartebereich. Hier, das sieht aus wie ein Schirmständer vielleicht. Dann haben wir hier einen Ständer mit einer Zeitung und Pakete und sowas. Ein bisschen was Grünes. Und dann haben wir hier den eigentlichen Schalterbereich. Hier mit zwei Guckfenstern und hier mit Glasscheiben. Und hier ist auch nochmal hier so eine Durchreiche. Da kann man Pakete durchgeben. Da liegt auch ein Paket. Und hier hat es Rechenmaschinen oder Kassen oder sowas. Was das Gelbe hier ist, das Gelb-Orangene da links, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Halt Stühle, hier so ein Postsack und hier so Sortierkästen und weiß der Teufel, was man halt so braucht in so einer Post. Genauso hier, das sieht auch wie so ein Sortierregal aus. Und hier ist so eine Rutsche und ein Auffangbehältnis. Und die Rutsche, die ist verbunden hier mit dem Briefkasten. Kann man hier den Brief reinstecken. Und im Idealfall rutscht das Ganze dann hier die Rutsche runter. Das ist gar nicht so einfach, den so reinzuschieben. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich hab's durchaus mal geschafft. Na komm, rutsch rein. Jetzt. Nicht mal bis reingerutscht. Also vorher hat es besser geklappt. Genau, so. Jetzt ist er da in dem Kästchen drin und dann kann der Postangestellte kommen und das Ding sortieren. Ja, das ist so das Set. Hier seht ihr ein bisschen was hier. Das ist nicht ganz so ideal von der Bautechnik. Das hängt nämlich genau an einer Noppe und das steht so minimal unter Spannung und das bedeutet, dass wenn ich da jetzt hier die Fliese drauf mache, erstens passt es nicht hundertprozentig hier von der Länge her, haben wir eine kleine Lücke und zweitens steht sie manchmal ein bisschen hoch. Ist jetzt alles nicht so schlimm, aber schmälert halt den optischen Eindruck so minimal etwas, ja. Das ist, ja. Kann man ignorieren, kann man sich drüber aufregen. Ich ignoriere es, mich stört es jetzt nicht, aber ich wollte darauf hinweisen. Genauso wie ich darauf hinweisen möchte, dass hier zum Beispiel die Tür, die klappert. Und zwar auch wenn Hilfe. Man darf dieses Set nicht versuchen, hier an diesen Seitenwänden hochzuheben. Das geht nicht über Achse. Laternen weg, stören mich gerade. Ja, also die bleibt nicht im Rahmen, auch wenn man es bewegt. Im Gegensatz zu den Türen da im oberen Stockwerk, die drin bleiben im Rahmen. Fragt mich nicht warum, aber die klappert halt hier ein bisschen. Dann haben wir Steine, die nicht sauber sind. Zum Beispiel hier seht ihr den schwarzen Dreck. Hat es immer mal wieder ein paar dazwischen drin. Nicht so wahnsinnig viele. Aber durchaus so 10, 20 Stück sind sicher hier in dem Set drin, die solche Verunreinigungen haben. Und die sich auch nicht einfach so ein bisschen wegwischen lassen, sondern die sind dann schon ein bisschen hartnäckiger. Jetzt auch wieder nicht so wahnsinnig schlimm, aber halt was ein bisschen stört. Also mich zumindest. So, jetzt stelle ich euch gerade mal wieder hin. Und bauen wir das Ding wieder zusammen. So, das ist jetzt hier die erwähnte Tür auf den Balkon her.
Also da kann man eine Zigarette drauf rauchen, aber viel mehr anderes geht da auch nicht. So. Und so, ja, hier, so, okay. Also, das ist jetzt unser Set. Ich finde es echt super, super schick jetzt hier. Es ist ein spannendes Gebäude, also rein vom Stil her, vom Detailgrad her, passt natürlich auch hervorragend zu den anderen Bricative-Gebäuden. Jetzt nicht unbedingt zu den Kuba-Sets, die ich ja auch sehr geil finde, aber jetzt zu den anderen, was weiß ich, zum Bicycle Store und zum Bootblack und zum, wie heißt es, bei Leier Classic Shoe Store. Ja, genau, Quatsch. Und Toy Square und solche Sachen habe ich euch ja auch gezeigt. Also zu denen passt das Ding vom Stil her schon deutlich besser und das ist schon sehr cool. Also die Brickative Sachen, die sind schon echt, echt, echt sehr nett gemacht. Und halt auch vor allem von den Bautechniken her, die sind immer spannend zum Bauen und die gehen auch nicht so wahnsinnig schnell. Gut, klar, der hat jetzt auch hier 4500 Teile, aber es hat mich trotzdem ordentlich beschäftigt, auch für die Teilezahl. Was das Ganze ein bisschen erleichtert hat, waren die vielen Bauschritte, die da drin waren. Das waren ja insgesamt 18 Bauschritte und nie so wahnsinnig viel Teile auf einmal auf dem Tisch. Das macht es natürlich einfacher hier, das Ganze zu bauen und reduziert die Suchzeiten. Aber dennoch ist man jetzt etwas länger beschäftigt, als wenn ich einfach nur Steinchen auf Steinchen setze, um eine Wand hochzuziehen, wie es bei manchen anderen Modulars doch mal der Fall ist. Sondern da wird immer mal wieder mit der Erwartung gespielt, wie Sachen gebaut werden und so und wie Steine eingesetzt werden. Das finde ich, wie gesagt, typisch Brickative einfach und deswegen freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn es wieder ein neues Set von Brickative gibt zum Kaufen, zum Bauen. Auch wenn sie nicht lizenziert sind, das wäre natürlich der Goldstandard. Ich hoffe, dass sich irgendein Hersteller mal dazu aufrafft, auch offiziell die Lizenz bei ihnen einzukaufen und die ordentlich entlohnt, aber das glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt bereit dafür sind, das zu unterstützen. Aber vielleicht, wenn der Hersteller von sich aus mal auf sie zugehen würde, vielleicht könnte man da was erreichen. Ich weiß es nicht. Wenn das Kind ist in den Brunnen gefallen, die Sets sind zum Teil zumindest bei den Mock-Klauern im Programm. Hier, G-Star hat ja noch einige von den Sets im Programm. Hier das Weapon Museum ist drin, die University ist drin und sehe noch einige mehr. Und Urge hat einige Sets kopiert und Leia hat Sets kopiert. Also das war eine beliebte Quelle für geklaute Mocks. Und das ist natürlich schade. Das sehe ich gerade hier. Hier, das ist jetzt auch nicht so ideal. Die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig fest hier drin. Die wackeln auch ein bisschen hier, die 1x1 Plates. Naja, genau. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz ideal sind. Aber ansonsten, die Steinequalität ansonsten ist echt gut. Ich hatte einen Fegus, habe ich euch ja schon gezeigt. Ich hatte einen Fehlstein, einen falschen Stein. Und dann habe ich eine 1x1 Fliese und eine 1x2 Plate war auch noch irgendwo übrig. Ja, also zwei Steine übrig, ein Stein falsch, den konnte ich aus dem Stein von aus meinem Fundus ersetzen und ein Stein
eine Plate nein. Und ein Fehlguss. Also perfekt abgezählt, würde ich fast sagen. Nur mit minimalen Abweichungen von der Sollmenge, die dabei sein sollte. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welches von diesen Modulars, diesen Postmodulars hier mein Liebling ist, dann tue ich mir da tatsächlich ein bisschen schwer. Also irgendwie haben alle ihren eigenen Charme. Wahrscheinlich auf dem letzten Platz würde ich das Ding Gau Post Office legen, einfach grundsätzlich, weil das Design so ganz anders ist und weil es jetzt nicht so wahnsinnig viel Abwechslung bietet. Aber auch das ist echt eigentlich cool. Es ist halt anders, ja. Und dann wird es aber auch schon echt schwierig, weil sowohl das Mod King Corner Post Office, das ist ja auch ein geklauter Mock, alle drei, die jetzt kommen, sind dann geklaute Mocks. Das Corner Post Office von Mod King, das ist schon ein bisschen länger her, aber das war auch ziemlich cool eingerichtet. Auch ich glaube, da war oben die Kunstschule drin, wenn ich mich nicht täusche. Unten die Post, oben die Kunstschule. Und das ist auch von den Ideen her auch sehr cool gewesen. Da war nur die Fassade, der Fassadenbau ein bisschen repetitiv. Das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig toll, die Fassade zu bauen, aber ansonsten das Ding hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann das Urge Post Office von Bricht 1980 ist auch total verspielt und hat auch viele, viele tolle Details. Und ich mag auch alle Sachen von Bricht 1980 ebenfalls saumäßig gern, weil die halt auch echt, echt toll detailliert sind und richtig schön aussehen. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da ist halt die Qualität der Steine nicht so toll. Aber ja, das Design ist auch echt, echt super geworden. Und jetzt halt hier unser G-Star-Modell, wo, naja, gefällt mir halt auch richtig, richtig gut. Also wenn ich jetzt eine Stadt hätte, eine Modular-Stadt und ich müsste mich für eins der Modelle entscheiden, oder da würde ich mir echt schwer tun. Also gerade auch, weil zumindest für das Urge und das hier halt auch andere passende Gebäude in der Stadt wahrscheinlich stehen würden und uns dann einfach jeweils passen würde. Ich meine, gut, hier muss man sagen, von außen sieht es nicht nach einer Post Office aus. Ja, das könnte alles sein. Von daher könnte man das hier, da ist ja auch kein Post Office Schild oder so, von daher kann man das in die Stadt stellen und dann noch das von Urge oder beide anderen und sagen, das sind halt keine Post Office oder sowas und nur wenn man es dann aufmacht, sieht man, dass es Post Offices sind. Das sind andere Gebäude, so Cafés und sowas sind da schon auffälliger. Ach du Schande. Okay, Leute, jetzt erkenne ich das erst. Ich habe gerade gesagt, hier steht ja nirgends dran, dass es Post Offices sind. Jetzt gucke ich mir hier das hier an, die Verzierung hier, und stelle fest, das heißt Post Office. Oh, ich bin ja so blöd. Also, okay, also hier steht Post Office dran. Ist jetzt nicht so sofort zu erkennen, meiner Meinung nach, aber ja, POST Office, ja, natürlich. Das finde ich ja schon wieder geil. Also, okay. Also hier steht auch Post Office dran, wenn auch nicht so offensichtlich und nur von der Seite richtig zu sehen. Und ihr seht, manchmal dauert es bei mir auch ein bisschen länger. Gut, ein bisschen länger dauert auch schon das Video, deswegen machen wir jetzt hier auch Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier mein Aufbauvideo zum G-Star Post Office und zu den ganzen anderen Post Offices, die ich euch gezeigt habe. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch erstmal einen Daumen nach oben an und dann gerne das Abo abschließen. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn ich wieder ein neues Video veröffentliche. Diesmal vielleicht keine Post Offices mehr. Ich habe noch andere schöne Sets, vielleicht auch mal kein Gebäude. Ich schaue mal,
was ich als nächstes in Angriff nehme. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Aber ihr werdet es ja sehen und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und ich sage tschüss, bis dahin, euer Axel von Steinreich TV.